So sehen unsere Soldatinnen und Soldaten aus, die in den Einsatz gehen. Jede Soldatin und jeder Soldat erhält dafür einen speziellen Bekleidungssatz, der auf die Bedürfnisse des Einsatzlandes abgestimmt ist. In diesem Video zeigen wir euch, welche Ausrüstung das ist und was sie kann. Die Einsatzbekleidung ist leicht, funktional und technisch modern. Das Dreifarben-Flecktarnmuster, auch genannt Tropentarn, ist der Standard auf der Uniform der meisten Einsatzsoldatinnen und Soldaten. Ein imprägnierter Vektorenschutz verhindert das Eindringen von Insekten. Der Tropentarn-Feldanzug ist genauso aufgebaut wie der Feldanzug im Inland, nämlich aus T-Shirt, Feldhose, Feldbluse und Stiefeln. Damit der Fußbus auch in der Wüste fährt, erhalten die Soldatinnen und Soldaten den Kampfschuh leicht. Dieser zeichnet sich aus durch sein leichtes Gewicht, den atmungsaktiven Textilansatz und je nach Modell auch der Schnellschnürung. Die Kampfmontur der Soldatinnen und Soldaten ist hochmodular und kann in dutzenden Variationen den operativen Bedürfnissen angepasst werden. Bei Regenwetter sorgt ein Unterziehnässeschutz dafür, dass die Soldatinnen und Soldaten trocken bleiben und dennoch gut an ihre Ausrüstung herankommen. Die Kampfhosen und Jacken sind aus einem leichten und belastbaren Textilgemisch. Sie sind über Öffnungen belüftbar und können mit Schaumstoffpolstern an Ellenbogen und Knien unterfüttert werden. Besonders praktisch sind die zahlreichen großen Taschen der Kampfjacke, um Ausrüstungsgegenstände zu verstauen. Das Combat-Shirt ist als Unterhemd unter der Schutzweste vorgesehen. Das Funktionsmaterial ist luft- und wasserdampfdurchlässig. Für Orts- und Häuserkampf wird der Hartschalen-Protektorensatz verwendet. Er verstärkt die Schutzwirkung der Schaumstoffpolstereinlagen auch auf festem und steinigem Untergrund. Die Schutzweste der Schutzklasse 4 schützt die Soldatinnen und Soldaten vor Beschuss und Splitterwirkung von vorne und hinten. Die vertikalen Verstärkungen im Stoff dienen als Auflage für die Schulterstütze des Gewehrs. Ein 2-Liter Trinkrucksack versorgt die Soldatinnen und Soldaten im Einsatz mit ausreichend Flüssigkeit. Im Notfall kann man die Weste mittels der dafür vorgesehenen Schlaufe in Sekundenschnelle ablegen. Von den Sachen am besten gefällt mir eigentlich der Unterzieh-Kälteschutz und der Unterzieh-Nässeschutz. Das sind Sachen, die würde ich halt auch privat zum Wandern anziehen, also mir dafür auch beschaffen. Die Soldatinnen und Soldaten erhalten vor ihrem Einsatz über 40 zusätzliche, spezialisierte Bekleidungs- und Ausrüstungsartikel, die sie bestmöglich ausstatten, damit sie ihren Auftrag im Einsatzland erfolgreich ausführen können.